Hallo alle zusammen. Wir haben Anfang August und dann ist es immer Zeit für die Winterstarre. Oder nicht für die Winterstarre, aber für die ersten Vorbereitungen. Dazu ist eine Kotprobe sehr wichtig, damit man, falls da was nachgewiesen wird, dass man eben genügend Zeit hat für die Behandlung. Die dauert mindestens 4 Wochen, dann muss sie sich davon erholen. Und deswegen ist Anfang Mitte August immer ein richtiger Zeitpunkt. Ich habe mir heute einen Sommertag ausgesucht, der nicht ganz so warm ist, damit die Kotprobe nicht mitten in der Hitze auf dem Postweg ist, sondern bei mittelmäßigen Temperaturen. Also habe ich hier ein Bad mit lauwarmem Wasser. Da setze ich dann die Schildkröte rein, damit zum einen die Darmtätigkeit angeregt wird und zum anderen, damit ich auch eine saubere Kotprobe habe. Dann würde ich hier was einsammeln, was hier irgendwo rumliegt. Dann kann es natürlich sein, dass da schon andere Bakterien oder irgendwas das Ergebnis dann verfälschen würde. Nun warten wir einen Augenblick und das Wasser sollte eben nur so tief sein, dass sie bequem da drin atmen kann. Und sollte sie auf den Rücken fallen, dass sie trotzdem atmen kann, wobei wir natürlich dabei sind und abwarten. So, es ist jetzt ungefähr 10 Minuten später. Wie man sieht, hat es funktioniert. Dann kann die Schildkröte jetzt wieder raus. Ich habe zwischendurch das Wasser wieder warm gemacht, weil es doch recht schnell abgekühlt ist. Habe ich hier so ein Kotröhrchen, das bekommt man beim Tierarzt. Nimm mich so ein bisschen, mach das da rein. Und dann habe ich schicke das immer gerne zu Exomed. Da habe ich online so ein Formular runtergeladen, ausgefüllt und dann stecke ich das zusammen mit einem Kotröhrchen in einen Briefumschlag, schicke das ab und dann habe ich in 1-2 Tagen das Ergebnis und gehe dann mit diesem Ergebnis zum Tierarzt oder eben auch nicht. Ihr könnt das mal runterladen. Ja. Manchmal ist es auch so, dass die Schildkröte eigentlich gar keine Lust zum Baden, Trinken, irgendwas hat. Man kratzt sie an der Wand und versucht zwanghaft da rauszukrabbeln. Und dann sollte man eben den Stress nicht antun und sie lieber rausnehmen und dann am nächsten Tag versuchen oder mit anderen Schildkröten, wenn man noch mehr im Bestand hat. So eilig ist das nicht. Das kann man dann auch ein paar Tage verschieben. Ich habe auf meiner Internetseite eine Unterkategorie eingerichtet mit dem Thema Kotprobe. Da stelle ich dann die Adresse und das Formular nochmal online. Dann könnt ihr euch da nochmal genauer nachlesen und es auch runterladen. Dankeschön. Tschüss.